Jedes Kind hat Angst vor dem Keller. Niemand will in den Keller und ich sehe hier nichts, ne? Oh, okay. Wir sind im Wald. Ich habe eine Errungenschaft erhalten. The cranes are flying. Wo sind wir hier? Oh shit, die Schuhe. Es ist der Tag, an dem wir... Oh fuck. Emma, wait. Als wir im Wald spazieren waren, nach Emma geguckt haben. Spielen wir hier Verstecken mit Emma. I don't know if it was a good idea to get on the train. We didn't even have train tickets, although nobody asked. The girl looked like Emma, but she wasn't Emma. I was very upset. I hope we haven't gone too far. We should get off at the next stop. Wir sind in den Zug eingestiegen und es war nicht Emma, die wir dort gesehen haben. In welchem Zug sind wir da bitte eingestiegen? Also die ist sozusagen anscheinend doch in den Zug eingestiegen, weil sie dachte, Emma dort zu sehen und wollte dann am nächsten Stop dann aussteigen, weil niemand nach Ticket gefragt hatte. Und ich frage mich gerade, ob das der Zug war. Weißt du, als wir hier im Haus der Hexe waren, wo die ganzen Kinder, die ganzen Schatten der Kinder dort standen. Oh Gott. Der Stopp war nicht wirklich lang. People im Zug, die Leute im Zug haben mehr mit sich selbst geredet und haben irgendwas geflüstert über irgendwas. Und ich habe versucht zu fragen, einen Mann zu fragen, der ganz nah bei uns stand, wann wir den nächsten Stopp erreichen würden. Der Mann hat gesagt, ganz traurig, mit einer traurigen Stimme, sehr bald, Honey Bunny. Dann hat er irgendwelche Wörter hinzugefügt, die ich aber nicht hören konnte. Aber ich habe nicht wieder gefragt. Ich denke, wir sind ungefähr 3 Stunden gefahren und schlussendlich hat der Zug ein lautes Geräusch gemacht und hat gestoppt. Oh shit. Oh shit. Ne, warte mal, ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Oh, wenn das stimmt, ne? Oh Gott, wäre das traurig. Ich will gar. Oh Gott. Weil irgendwo sind wir ja hingefahren mit dem Zug. Die Entwickler haben gesagt, das Spiel würde unter die Haut gehen. Und guck, hier sind die Flugzeugteile. Das ist doch... Ja, das ist das Flugzeug, was am Anfang... Wait for me. Was am Anfang durch die Brücke geprallt ist. It was my turn. I tried to explain that I didn't need this examination. That it was all a mistake. But the strict woman in a medical mask didn't even look at me. Das sind diese Dinger. Gift ist das? Giftgas. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Guck mal hier, der Stacheldrahtzaun. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Ich hole euch alle hier raus. Giftgas, ja, das sind die Konzentrationslager. Gesundheitsuntersuchungen. Oh, scheiße.
Examination? Ist das Untersuchung? Nach der Health Examination sind einige Leute zurückgekommen, meistens ältere Leute. Andere mussten in die nächste Tür gehen. Dann war ich dran. Ich habe versucht zu erklären, dass ich diese Untersuchung nicht brauchen würde, dass es alles ein Missverständnis ist, aber die strenge Frau in der Medizinmaske hat mich gar nicht angesehen. Ach, das ist das, was das Mädchen immer gesagt hat, während wir gelaufen sind. Sie hat irgendwas in ihr Buch geschrieben da, in ihrem Journal, für eine lange Zeit. Und letztendlich hat sie mich nach meinem Vor- und Nachnamen gefragt. Sie hat das auch da reingeschrieben und ich war wirklich, ängstlich. Ich musste mich ausziehen für die Untersuchung. Oh Gott. Ich habe meinen Mantel ausgezogen. Dann habe ich meinen Inhalator auf den Stuhl gelegt. Die Frau hat mich angestarrt, sehr, sehr ärgerlich, und hat mich angeschrien: Asthma? Ich antwortete ja, aber dass mein Vater einen Behandlungsplan für mich hätte und dass wir bald dazu fähig wären, dass ich bald dazu fähig wäre, ohne den Inhalator zu leben. Ich glaube, sie fand meine Antwort nicht so gut. Sie wollte mir eben diese Behandlung da geben und hat irgendwelche Nummern aufgeschrieben und Briefe in front of my name and told me to go back. Also mit dem Namen, also irgendwelche Zettel mit meinem Namen drauf, und hat mir gesagt, ich soll zurückgehen. Ja, ich denke mal, ich erzähle hier niemandem was Neues, wenn ich sage, was die Nazis damals mit kranken Kindern gemacht haben und kranken Menschen, behinderten Menschen. Ich denke mal, ihr wisst da alle gut Bescheid. Und ich weiß nicht, ob wir jüdisch waren, aber vielleicht hat das auch einfach gereicht. Und guck mal, dort hinten ist doch schon der Zug, oder? Und die ganzen Schuhe. Hier ist der Panzer. Das fügt sich jetzt alles zusammen. Alter, das ist hart. Oh, das ist hart. Und es gab ja auch Bilder mit den ganzen Haufen in den Konzentrationslagern an Kleidung, die ganzen Leichen, die ganzen Schuhhaufen. Oh Gott. Nee, das ist ein Gebäude. Oh nee, nee. Ich will da nicht rein. I've been searching for you for so long. Ich will da nicht hin. Warte mal, da ist auch noch was. Ja, vielleicht sollen wir echt erst dort reingehen. Oh Gott, ich will nicht. Ich will nicht. Once everybody got off the train, we were met by some people in black uniforms. They shouted and showed us something. We understood nothing. No one understood. In schwarzen Uniformen, die wollten denen was zeigen. Anruf, die Eltern angerufen, irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte sagen, dass wir dass es ein Unfall war, dass wir eben in den falschen Zug gestiegen seien und dass wir zurückgehen wollten, aber ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Der Mann in der schwarzen Uniform hatte Waffen. Und die haben sie gezogen, wann immer jemand etwas versuchte zu sagen. Jeder ging in die Richtung der Gates. Und ich bin zu einer Frau gerannt, die mit einem kleinen Kind herumlief. Ich wollte wissen, wo wir hingehen. Und sie sagte mir, dass wir zu einer Gesundheitsuntersuchung gehen. Oh, Scheiße. Was meint sie damit? Ich konnte nicht klar denken.
Ich habe... Oh Gott. Also tut mir leid für das Stocken, aber mir geht das gerade wahnsinnig unter die Haut. Also mir fällt das gerade schwer, das zu lesen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe Stefan an die Hand genommen und wollte mich herumdrehen und zurückgehen. Aber eine der Soldaten hat uns mit einem Stock geschlagen. Eine Frau rannte zu uns und half uns weg, also wieder aufzustehen. Sie hatte ein schwarzes Shirt an und she was wearing a black skirt, also ein schwarzes Kleid, und hatte auch eine Waffe. Dann fragte sie auf Polnisch, oh ja, oh Mann, was passiert sei und warum wir nicht gehorchten. Sie sagte zu dem Mann, der uns schlug, also sie sagte irgendwas zu dem Mann, der uns schlug, und hat uns zu irgendeinem Gebäude gebracht. Wir haben eine andere Person getroffen in dieser Uniform. Er hat uns gefragt, auf lustigen Polnisch, wo unsere Eltern seien. Ich habe geantwortet, dass sie zu Hause seien. Oh shit. Oh nein. Oh Gott. Oh, ist das traurig. Oh, ich muss gerade echt schlucken, ne? Also wenn ich jetzt ab und zu mal eine Pause mache, muss ich gerade echt... Ich finde, das ist einfach furchtbar. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Emma hat uns einen Schlüssel gegeben und hat sich aufgelöst in kleine schwarze Punkte. Und ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist auf die Verbrennung oder das Giftgas. Oh Mann. Was sollen wir hier machen damit? Ach so, Schieberätsel. Oh, mir ist jetzt gar nicht nach Schieberätseln. Ich finde das so furchtbar. Ich will jetzt hier nichts schieben. Oh, scheiße. Nee, ich will jetzt hier wirklich nichts schieben. Okay, wir müssen eine Tür. Wir machen hier gerade eine Tür. Ich weiß bloß gerade nicht. Nee, das ist gar nicht richtig. Das muss auf jeden Fall hier oben hin. Ja, und das muss... Ja. So, warte. So. Oh Gott, ey. Geht's damit echt gerade nicht gut, ey. Scheiße. Ich meine, wir haben das alle nicht mehr miterlebt. Aber die es miterlebt haben. Man kann doch einfach verstehen, dass niemand das niemand will. Das will doch niemand wieder so erleben. Deswegen sind Spiele wie diese einfach so unglaublich wichtig eigentlich. Okay, dann ist es ein anderer Schlüssel. Wach auf.
wach auf. Oh Gott, und die... Oh nee, das wird mir jetzt erst klar. Die haben gefragt, wo die Eltern sind. Und hier liegen diese ganzen Giftgasdinger. Und am Ende haben die Eltern dann auch noch geholt. Und jetzt ist hellichter Tag. Wir haben den letzten Schlüssel bekommen, aber ich will mich trotzdem nochmal überall umsehen. Und ich glaube, der Schlüssel führt nach draußen, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir nochmal in unser Zimmer zurück? Oh Gott. Das ist das Ende. Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert. Als ich das Gebäude verließ, wurde es dunkel, aber ich werde nie vergessen, was ich dort draußen sah. Ganz nah bei der Gesundheitsuntersuchung und wirklich in Anführungsstrichen. Gesundheitsuntersuchungsgebäude. 7 Leute hingen da, also wurden erhängt und das war alles real. Diese 7 Leute und Stefan, oh nein, werden nie wieder auf dieser Erde gehen oder sein. Das ist das Ende. Die haben Stefan erhangen, die waren das und sie hat das gesehen. Und versucht das vielleicht auf diese Art und Weise zu verarbeiten. Oh Mann, da waren Männer in Uniform überall um uns herum. Sie haben gelacht und haben irgendwas in ihrer Sprache gesagt. Irgendwas gerufen. Kurz danach wollte ich einfach nur die Zeit stoppen. Bin in einen Abgrund gefallen und habe so laut geschrien, wie ich konnte. Oder so laut geweint, geschrien, wie ich konnte. Ich bin langsam zurück zu den Gates gelaufen. Ich konnte die Gesichter der Mörder nicht sehen. Meine Augen waren gefüllt mit Tränen. Everything was blue, alles war... Ich weiß gerade nicht, was Blue heißt. At some point I begin to cry. Irgendwann habe ich dann begonnen, laut loszuschreien. Und dann bin ich einfach nur gerannt. Und zum Glück haben meine... As luck would have it, my legs didn't... Also meine Beine gehorchten mir nicht. Das ist echt übel. Das ist furchtbar. Und da wird einem doch einfach mal wieder klar, wie gut es uns eigentlich geht. Was wir eigentlich für ein Glück haben und wie dieses Glück einfach nicht anerkannt wird, sondern trotzdem nur gemeckert wird und gehasst wird. Beschimpft wird. Weil es einfach niemand erlebt hat. Da ist die Puppe. Und die haben Stefan, unseren Bruder, erhangen. Und wir fühlen uns wahrscheinlich auch noch schuldig, weil wir in diesen Zug gestiegen sind, obwohl ich jetzt gerade nicht wirklich weiß. Können wieder in unser Zimmer. Obwohl ich jetzt gerade nicht wirklich weiß, ob sie das mit diesen in den falschen Zug steigen, ob sie das nur gedacht hat, um es zu verarbeiten, oder ob die eben abgeholt wurden und in den Zug gesteckt wurden. Ich weiß es nicht und wir können sie nichts mehr angucken. Alles ist weiß draußen und ich glaube, es ist Zeit,
der Realität ins Gesicht zu blicken, unseren Ängsten, was wahrscheinlich durch die Hexe dargestellt wurde, der Mörder, der Kindermörder, unseren Ängsten entgegenzusehen, diesem Trauma, was wir dadurch wahrscheinlich erlitten haben. Und wir gehen ins Licht. This is the end. I ran as fast as I could. I ran from the worst nightmare of my life. Suddenly, I felt a sharp pain in my back, then in my legs. I fell to the snow-covered ground. My inflamed face touched pleasant coolness. I squeezed the cold, wet snow in my hands. I could feel the withered grass under the snow. My head was in a fog. Life is like sand slipping through my fingers. And I'm trying to catch it, but all I can do is pick it up from off the ground. Bit by bit, together with dirt that will never wash off. I felt the warmth. Everything becomes as it was before. It's like my mother was here. She stroked my head and sang my favorite lullaby. Okay, jetzt wissen wir auch, warum das Spiel Never Again heißt. Oh Gott, ich muss erstmal. Oh, ich muss jetzt so schlucken. Das ist richtig. Oh, der Twist, ne? Das ist richtig hart. Und jetzt macht auch alles irgendwie. Ja, jetzt macht das alles irgendwie Sinn. Emma ist verschwunden. Unsere Familie ist verschwunden. Emma wurde vielleicht auch abgeholt. Wer weiß. Den Panzer, den wir gesehen haben, die Bretter vor den Fenstern, die Schuhe überall und auch die Puppenköpfe. Das macht alles irgendwie Sinn. Oder der Puppenkopf im Backofen, das ist eigentlich total makaber. Aber macht natürlich jetzt erst zum Ende hin Sinn. Ich meine, da erklärt sich auch, wisst ihr noch, wie wir aufgewacht sind? Wir lagen doch in unserem Zimmer und haben einen Schuss gehört, das weiß ich noch ganz genau. Und das war im Endeffekt der Anfang vom Ende. Und das ist so unglaublich traurig, ey. Das ist so unglaublich traurig. Und ich weiß nicht genau, ob wir jetzt sozusagen, ob das zum Zeitpunkt unseres Todes war, das Letzte, was wir gesehen haben, was uns nochmal durch den Kopf gegangen ist. Oder vielleicht auch eine Art Leben nach dem Tod, der Wandel in der Dunkelheit. Ich weiß es nicht genau. Und ich finde, dieses Spiel hat viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ist so ein kleines Indie-Game, was aber eigentlich... Also bitte, bitte unterstützt diese Entwickler. Also das ist Wahnsinn, was die hier auf die Beine gestellt haben. Weil auch... Also ich finde, man kann einfach nicht mit diesem Twist rechnen. Und so nach und nach deckt sich alles auf. Es war
ja zwar ein Horrorspiel und es ist wirklich ein Horror, der unter die Haut geht. Und ich glaube, es wird einem auch nochmal bewusst, was zur Hölle da damals abgegangen ist, wie schlimm das ist und dass das bitte, bitte, bitte nie wieder so passieren muss. Ich finde auf jeden Fall, es ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Also nicht nur von der Story her, ich fand es auch als Horrorspiel sehr gelungen. Ich fand den Soundtrack sehr schön, ich fand die Synchro sehr schön, ich fand es war sehr detailliert und kreativ. Also ich weiß nicht, wie viele daran gearbeitet haben, aber es war auf jeden Fall, es war abwechslungsreich, es war sehr detailliert. Also die Schönheit liegt hier wirklich im Detail und natürlich auch in dieser unglaublich traurigen Story, in der Sascha tatsächlich in das Konzentrationslager gekommen ist, gesehen hat, wie ihr Bruder dort stirbt oder sterben musste. Und dann vor lauter Schmerz, den sie wahrscheinlich gar nicht verarbeiten konnte. Also ich glaube, niemand kann sich vorstellen, wie das sein muss, wie sich das anfühlt. Das kann niemand nachvollziehen, der das nicht selber erlebt hat. Und wurde dann im Endeffekt, hat wahrscheinlich versucht, mit ihrer Fantasie und den Geschichten dieses ganze Drama zu verarbeiten, um eben diese Realität nicht anerkennen zu müssen. Und zum Schluss wurde sie eben erschossen und deswegen wahrscheinlich auch never again, weil sie eben nie wieder leben wird. Einfach nur wahrscheinlich aufgrund dessen, dass sie Asthma hatte oder vielleicht Jüdin war, das weiß man nicht genau. Aber es war trotzdem, trotz dieser Melancholie, ein unglaublich gutes Spiel, fand ich. Ich habe es wirklich bis jetzt auf den Schluss sehr genossen. Und es war Wahnsinn, also wie diese Story es schafft, einen zu berühren und immer tiefer in diesen Abgrund zu führen. Ich denke auch, das ist echt ein Spiel, aus dem man wirklich was mitnehmen kann, aus dem man nochmal lernen kann. Das einem wirklich zeigt, wie grausam und schlimm diese Zeit eben wirklich auch war. Ganz großes Lob an die Entwickler. Und ich will jetzt gar nicht viel mehr Worte verlieren. Ich denke, ihr habt selber gesehen, ich denke, ihr habt selber Gedanken dazu, die erstmal verarbeitet werden müssen. Also mir geht es zumindest so. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr vielleicht bei einem nächsten Let's Play wieder dabei seid und sage, bis dahin, macht's gut und tschüss.